Berichten wir im Kulturpanorama bereits über das Bamboo Curtain Studio im Viertel Zhouwei in Taipei, das nach mehr als 25 Jahren seine Türen schließt. Unter der Leitung der Keramikkünstlerin Margaret Cho war das Bamboo Curtain Studio oft ein Pionier der Kunstbewegung in Taiwan. Heute hören wir den zweiten Teil des Interviews mit Rebecca Reich und Markus Wieler-Richter vom deutschen Künstlerduo Reich-Richter. Vergangene Woche berichteten sie über ihre Künstlerresidenz im Bamboo Curtain Studio im Jahr 2014 und über ihr Projekt The House in the World, für das sie mit alteingesessenen Bewohnern des Viertels Zhouwei in den Austausch traten. Sie hatten ja in der E-Mail geschrieben, dass Ihr Aufenthalt im Bamboo Curtain Studio für Sie auch einen Einfluss auf Ihre spätere Arbeit hatte. War das der physische Austausch, der das war, oder war das der erste, weil es der erste Aufenthalt in Asien war? Oder inwiefern hat praktisch der Aufenthalt im Bamboo Curtain Studio dann auch rückblickend Ihre Werke oder Ihre Projekte beeinflusst? Ja, es liegt schon mit dieser Arbeit zusammen, The House and the World, die wir dort weiter bearbeitet haben. Das ist eine Art Schlüsselwerk für uns geworden. Und bestimmt auch deswegen, weil es war Zufall, dass wir nach Bamboo Curtain Studio kamen. Man bewirbt sich und man hat Glück und wird ausgewählt. Und wir hatten Glück und wurden für dieses Stipendium ausgewählt und kamen dahin. Ich kann es jetzt schwer sagen, da so einen Grund zu benennen. Ich denke mal, sie hat wohl sehr gut erkannt, was unsere Suche ist, unsere künstlerische Suche, und hat wohl erkannt, dass wir an dem Ort genau das finden, was wir suchen. Und so sind wir eben da eingeladen worden und konnten genau eben an dieser Bruchstelle dieses Two Ways, also wie Markus es am Anfang beschrieben hat, also ein altes Stadtteil, was eben durch große Investment- und Real Estate-Projekte in kürzester Zeit